Servus, liebe Leute, willkommen bei Startup Schlau. Mein Name ist Marc, ich bin Gründer aus Frankfurt am Main und ich habe das Food Startup Litza Low Carb Pizza von 0 auf über 50 Mitarbeiter und mehr als 5 Millionen Euro Jahresumsatz geführt und das Unternehmen 2020 erfolgreich verkauft. In diesem kurzen Video geht es um das Thema Geschäftsbeziehungen und die fancy klingenden Begriffe B2B, B2C und B2G. Was bedeutet das überhaupt? Was ist überhaupt eine Geschäftsbeziehung? Warum unterscheidet man das? Und was sind die Charakteristika dieser verschiedenen Geschäftsbeziehungen? Das schauen wir uns jetzt an. Beginnen wir mit Punkt Nummer 1, B2B. B2B steht für Business to Business oder ein Unternehmen steht in einer Geschäftsbeziehung mit einem anderen Unternehmen. Machen wir es mal an einem konkreten Beispiel. Wir haben hier zwei Firmen, einerseits die Getriebe GmbH und andererseits die Fahrradladen 24 GmbH. Die Getriebe GmbH stellt Schaltungen, Getriebe und so weiter her und verkauft diese an die Fahrradladen 24 GmbH. Die sind also in einer B2B, in einer Geschäft-zu-Geschäft-Beziehung. Was sind denn Besonderheiten? Na, schauen wir uns mal die Marketingkanäle an. Die Getriebe GmbH vermarktet ihre Produkte wahrscheinlich am ehesten über Messen oder Fachkonferenzen oder Webinare oder Kataloge und nicht über Massenmedien, Fernsehen und so weiter. In der Kommunikation wird die Getriebe GmbH den Fokus wahrscheinlich auf Innovation, Technik oder Funktionalität oder Effizienz oder auch Preis legen. Und die Kaufentscheidung wird bei der Fahrradladen 24 GmbH am ehesten der Einkauf fällen bzw. die Geschäftsführung, aber Nutznießer des Produkts ist die Produktion. Wir haben hier also eine Unterscheidung zwischen dem Kaufentscheider und dem Nutznießer des eigentlichen Produktes. Beim Thema Finanziellen ist interessant, dass meist mit Zahlungszielen im B2B gearbeitet wird. Das ist relevant für die Liquidität, weil es beispielhaft so sein könnte, dass die Fahrradladen 24 GmbH nach Lieferung und Rechnungsstellung durch die Getriebe GmbH die Rechnung erst nach 60, 90 oder sogar 120 Tagen bezahlt. Das wiederum ist natürlich relevant für die Getriebe GmbH, damit die in ihrer Liquiditätsplanung genau bestimmen kann, wann sie dann ihr Geld erhält und entsprechend alle Prozesse im Vorfeld finanzieren muss. Weiter geht's mit Punkt Nummer 2, B2C. B2C steht für Business to Customer oder Business to Consumer. Das heißt, ein Geschäft von einem Unternehmen zu einem Endkonsumenten oder einem Endverbraucher. Hier erweitern wir einfach unser bestehendes Beispiel mit der Getriebe GmbH und der Fahrradladen 24 GmbH um einen Endkonsumenten Jakob, der jetzt Bock hat, ein Fahrrad von der Fahrradladen 24 GmbH zu kaufen. Wie sehen denn hier die Charakteristika dieser B2C-Beziehung aus? In den Marketingkanälen wird sich die Fahrradladen 24 GmbH wahrscheinlich dem Internet, sozialen Medien oder auch Massenmedien bedienen. In der Kommunikation wird die Fahrradladen 24 GmbH den Fokus wahrscheinlich aufs Nutzenversprechen, auf die Emotion oder auch den Preis legen. Und in der Kaufentscheidung ist es so, dass Jakob in der Entscheidung als auch im Leistungserhalt eine Personalunion ist, also er entscheidet und er erhält auch die Leistung. Beim Finanziellen ist es insofern spannend, als dass in einer B2C-Beziehung das Geld meist sofort fließt. Also wenn Jakob das Fahrrad im Laden oder im Online-Shop direkt kauft und bezahlt. Machen wir weiter mit B2G. Wofür steht denn dieses ominöse G nach dem C und nach dem B? G steht für Englisch Government, also Business to Government, ein Geschäft von einem Unternehmen zu einer Regierung oder einer Regierungsinstitution. Es kann ein Ministerium sein, wie jetzt hier im Beispiel das Bundesministerium der Verteidigung. Die Getriebe GmbH stellt also irgendwelche Produkte her und verkauft diese an das Bundesministerium der Verteidigung. Auch hier sind die Charakteristika entscheidend, wobei die sehr, sehr ähnlich zur B2B-Geschäftsbeziehung sind. Also die Getriebe GmbH wird ihre Produkte wahrscheinlich auch auf Messen oder in Katalogen, Direktansprache vermarkten, wird in der Kommunikation den Fokus auf Innovation, Technik oder Funktionalität und Effizienz legen. Die Kaufentscheidung wird wahrscheinlich auch bei einem zentralen Einkauf im Ministerium liegen und auch Ministerien werden wahrscheinlich mit Zahlungszielen arbeiten. So, und schon wieder sind wir schlauer. Das waren drei Begriffe zum Thema Geschäftsbeziehungen, nämlich B2B, Business to Business, B2C, Business to Consumer oder Customer und B2G, Business to Government, also Geschäft mit einer Regierungsinstitution. Wenn du Bock hast, mehr über das Thema Startup und Entrepreneurship zu erfahren, abonnier doch diesen Kanal und wer weiß, vielleicht sehe ich dich ja gleich schon in einem der nächsten Videos. Bis dahin, Servus!